Moin. Heute stellen wir euch die Rocks vor. Einmal in Venom und einmal in normal Clear Silver. Welche mischst du als erstes, Nico? Clear Silver. Okay. Wir haben bei der Pfeife folgende Besonderheiten. Es handelt sich hierbei um eine Hybrid-Shisha mit einem Klickverschluss. Klickverschluss werde ich gleich erklären, wenn es soweit ist. Aber erstmal, was alles im Paket. Wir haben Genie Candy Hose, Mundstück, Pappe, Spaß. Also Zange wie immer, Tauchrohr, Base mit Kohleteller, ist mit Schliff, Ultra Grip natürlich auch wieder dabei, Kaminaufsatz, ganz normal, mit dem Glaskopf Nero, High Boho Glas, ihr kennt's. Das ist in jedem Video, sage ich das gleiche, wir haben es aber immer als Fullset und hier schön die Bowl, Kristallglas, Clear. Und dann will ich einfach nur den Unterschied zeigen zu der Venom. Das ist nämlich nur die Farbe. Das heißt, das wird jetzt ganz schnell passieren. Und wir stellen die gleich nebeneinander. Und zwar, die Bowl bei der Venom sieht so aus. Oh, schon sick. Schon echt sick, ne? Alles klar, dann bauen wir das Ganze einmal auf. Ich nehme jetzt aber mal alles aus dem anderen Karton noch, was ich brauche zum Aufbauen. Und zwar habe ich ja gesagt, Tauchrohr ist dabei, drehen es einfach ran. Dann haben wir hier die Bowl. Ich habe ja gesagt, das ist ein Klicksystem, das heißt, wir haben richtig schön fertig. Keine Steckbowl, sondern Klick in dem Fall. Wir können hier dann einfach den Kopf drauf machen auf die Ultra Grip. Und das Schöne ist, wir können es einfach abnehmen. Heißt natürlich, wenn Kohle drauf ist, kann man das einfach so abnehmen. Wir haben hier eine Hybrid-Shisha. Das bedeutet, sie besteht aus zwei Materialien. Das Außenkleid, Aluminium innen drin, das Tauchrohr, die Base, die Rauchsäule, ist alles V2i Edelstahl. Das heißt, innen rostet natürlich nichts. Und wir haben ein Blow-Off. Ein seitliches von der Base. Sieht super cool aus. Und ansonsten würde ich sagen, wir bauen jetzt den Kopf. Und dann zeige ich euch die Pfeife in Action. Let's go. Die Pfeife ist perfekt für Shisha-Bars, aber auch zu Hause. Ich hau das Ganze ohne Diffuse heute, weil ich das Blubbern so ein bisschen mag. Nicht nur so ein bisschen, sondern sehr. Ansonsten alles dabei. Blow-off natürlich. Ja. Was rauchen wir denn heute eigentlich? Haben wir es erzählt? Nee, heute habe ich gar nichts erzählt. Okay. Heute rauchen wir Water Fresh. Also Wassermelone und dann mit einer bisschen frischen Brise. Ich habe es tatsächlich noch nie geraucht, aber ich muss sagen, es riecht richtig gut. Ja, du wirst es ja auch gleich probieren, wie immer. Das sind die Benefits, wenn ihr hier arbeitet. Und ansonsten, Link in der Beschreibung, auch zum Diffusor und allen drum und dran. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.